Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Ich bin gespannt, Mann. Wir haben noch einige Sachen aufzuholen von der Release-Woche. Die nächste steht schon wieder fast an. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, noch reinzuhören hier bei Rua. Agraba heißt der Song. Agraba hört nach einem arabischen Wort an. Ich hoffe, ich habe es ansatzweise richtig ausgesprochen. Schreibt mir gerne rein, was es bedeutet. Das Ganze ist produziert bei Dalton. Sag mir was, aber ich weiß wie bei jedem dritten Beat-Producer nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Ich freue mich aber sehr drauf. Das ist eine Sky Vision Production und Mix ist bei Checker, Master bei Lex Barkay, also bekannte Leute am Start. Ihr wisst, ich mag Ruhe sehr gerne, Mann. Ich mag Ruhe sehr gerne. Bro, mir fallen gerade gar keine Songtexte, Songnamen von ihr ein. Fuck, Mann. Aber es gibt auf jeden Fall einige Tracks, die ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne von ihr gehört habe. Und sie kommt auf jeden Fall auf den Feature-Tracks, auf denen sie bis jetzt drauf ist, auch sehr, sehr gut rüber. Es gibt auch ein paar Tracks, die mir nicht so zugesagt haben, das weiß ich auch. Ich bin mit Songnamen immer so bad, Mann. Aber auf jeden Fall auch einige, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Deswegen würde ich sagen, hören wir rein. Sieht schon mal sehr nach Wüste aus. Apropos Wüste, Mann. Ich habe Dune gesehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich würde ihm vielleicht eine 7 von 10 geben. Ich habe vieles nicht verstanden. Aber ich glaube, das wollten die auch. Die wollten nicht so viel erklären. Aber ansonsten war mal wieder cool. War ein cooler Take irgendwie. Okay, ey, viele in letzter Zeit so Beats, die in die Drill-Richtung gehen. Ey, aber eine ungewohnte Hook von Ruhr. Also, das heißt ungewohnt, aber eine abwechslungsreiche Hook habe ich so in der Stimmfarbe noch nicht von ihr gehört. Marhaba, keiner dieser Pisser kommt an meine Energie. Dresscode, Yves Saint Laurent, Tagesmenü, Filet Mignon. Mein Spot, kein Familienressort, 24-7 zum Fliegen geboren. Ich bin ein Psy. Ich hab, ey, mir fällt auch immer wieder auf, ich checke so viele Wörter einfach nicht. Dresscode, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Ich höre das immer in jedem zweiten Track gefühlt. Yves Saint Laurent. Ist das, das hört sich an wie so High-Fashion-Modemarke. Tagesmenü, Filet Mignon. Silly Mignon. Cine Mini. Ich weiß es nicht. Mein Spot, kein Familienressort. 24-7 zum Fliegen geboren. Ich bin ein Psy, keine Details. Fuck, ich bin geisteskrank. Renne im Kreis, kenne den Preis. Wenn ich so weitermach. Jeden Tag level up. Doch ich kann hören, wie der Devil lacht. Wenig Schlaf. Statt Platin Casino Product Lessons gibt es hier Level Up Placement. Auch smart geplaced, muss ich sagen. Jeden Tag level up. Doch ich kann hören, wie der Devil lacht. Wenig Schlaf, rechne ab. Mit jedem, der mich nur belächelt hat. Verreicht wie die Beatles. Mein Sternzeichen ist evil. Nehme euch an. Ey, aber für solche Lines fühle ich sie sehr. Mein Sternzeichen ist evil. Diese Craziness. Ich finde, bei Ruhr, ich brauche diese Craziness immer. Weil ich finde, das zeichnet sich ein bisschen aus. Weil ansonsten, wenn sie so einen normalen Part hat, sag ich mal, ist es mir zu langweilig einfach. Dann ist es mir einfach zu langweilig, zu eintönig. Dann kommt ihre Stimmfarbe nicht gut rüber. Aber dieses, ich weiß es nicht, also sie float gut, so ist es gar nicht, aber es ist mir zu langweilig einfach dann. Nimmt er mich nur belächelt hat, erreicht wie die Beatles. Wisst ihr, da fehlt irgendwas dann noch. Mein Sternzeichen ist Evo. Weil ich finde auch gut, wenn sie mehr mit Adlibs arbeitet oder so, weil das passt zu ihr. Nehme euch alle nicht ernst, sehe meine Erzfeinde im Spiegel. 40 Schreiber mit mir, welcome to my Agraba. Aber die Hook mag ich gerne, Mann, weil es mal was anderes ist von mir. Eine Hook war für mich immer wie eine Therapie. Hat für die ganzen Hater draußen nur ein Marhaba. Keiner dieser Pisser kommt an meine Energie. 40 Schreiber mit mir, welcome to my Agraba. Ich weiß nicht, was es war, aber die Szene sah irgendwie sehr weird aus. Ich glaube, weil die Kamera auf dem Stativ stand. Meine Energie. Also das war irgendwie eine ganz komische Szene, so. Ganz komische Szene.
Schöne Melodie, schöne Melodie. Vergesse bitte nicht, wo Baba war. Die Welt auf meinen Schultern, aber nein, ich breche. Komm, lauf einen Tag in mein Schuh, hey, du kannst es doch gerne versuchen. Das fühle ich auch direkt mehr, dieses Schnellere. Also, ich weiß nicht, Ruhr kann ja, sie kann ja schnell, sie kann ja mehr und sie kann ja besser als viele andere. Und dann soll sie es auch zeigen, finde ich, weil der erste Part war für mich dann echt zu langweilig irgendwie, weil es zu standardmäßig war. Max nicht mal eine Minute, sie können über mich nur vermuten. Der Pain in mein Life wie ein Bootcamp, als würde ich ständig im Loop rennen. Auf einmal will jeder mein Bestes, doch nur Gott, der all meine Wut kennt. Bitch, ich bin auf Badmission, Crip Walker durch Hell's Kitchen, Rave hard so wie Mac. Hey, nice, man. Crip Walker durch Hell's Kitchen. Hell's Kitchen auch aus Daredevil, der Bezirk, wo er aktiv ist. Kleine Marvel-Reference für die Serie. Ken, bitch, ich bin auf Badmission. Crip Walker durch Hell's Kitchen. Braveheart so wie Mel Gibson. Lass mich nicht. Ey, Braveheart, Mel Gibson, Legende, Mann. Von einem Captain. Session im Studio stundenlang. Industry fühlt sich wie Dschungel an. Wir geben auf alles ein Fick. In der Hood sieht man keinem die Wunden an. 40 Räuber mit mir, willkommen zu My Agrabah. Meine Hut. Video ist sehr schön. War für mich immer wie eine Therapie. Ab für die ganzen Hater draußen nur ein Marhaba. Keiner dieser Pisser kommt an meine. Ey, an was heißt Marhaba? Heißt das sowas wie. Das heißt sowas wie. Ich wünsche euch Glück oder so, kann das sein? Das ist irgendwie so eine sowas Positives, oder nicht? Ich hoffe, ich hab's richtig geschrieben. Das heißt auf Deutsch. Digga, was heißt das? Hallo, auf Wiedersehen. Okay, also einfach auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen oder gehe in Frieden. Okay. Kann man machen, aber wie gesagt, jetzt nichts, was für mich krass rausgestochen hat. Es war in einigen Punkten auf jeden Fall safe zu langweilig, zu eintönig noch. Es ist jetzt kein Song, den ich mir in die Playlist packen würde. Aber die Hook gefällt mir sehr. Die Hook gefällt mir sehr, weil es keine typische Ruhr-Hook ist, auch mal ein bisschen was anderes. Allerdings waren mir die Parts zu langweilig. Der zweite Part hat wieder ein bisschen Tempo reingebracht, was ich gut fand. Der war aber auch ein bisschen kurz dann. Ich wünsche mir halt bei ihr dieses, was sie ausmacht. Sie braucht keine 0815 Tracks und keine 0815 Themen oder so. Braucht sie gar nicht. Sie ist Personality an sich. Sie kann ihr crazy Ding gerne durchziehen. Und das fühle ich dann halt auch bei ihr, wisst ihr? Der Part wie heißt das? Wie heißt der Track? Der All-Stars-Track, sag ich jetzt einfach mal von LEP. Den fand ich sehr, sehr strong, zum Beispiel von ihr. Gerne mehr sowas. Aggressiveres, lauteres, verrücktes, schreiendes, crazyes. Weiß nicht. Also ich finde auch gut, dass sie sie ausprobiert, aber für mich war das jetzt irgendwie zu eintönig alles so. Keine Ahnung. Aber ja, ansonsten, der Hook hat mir sehr gut gefallen, Musikvideo hat mir sehr gut gefallen und ja, Beat war überraschenderweise auch gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie gut auf diesen Beat kommen würde, aber fand ich auch not bad. Ja, Mann. Ansonsten, ey, lasst mir auch mal gerne zu den Kommentaren da, Freunde. Ich hoffe, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.